Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der Vatertag, 26. Mai. Und vielleicht habt ihr es ja schon auf Instagram mitbekommen. Mein Nachbar, der hat sich jetzt auch ein E-Bike gekauft, ein Charger 3 von Riese und Müller. Aber wir wollen heute eine Tour machen, etwa 67 Kilometer in die Harburger Berge. Okay, mal los. Dabei ist mein Nachbar Bernd. Moin Moin. Hat auch ein neues E-Bike jetzt seit vorgestern. Ne? Na, das musst du ja jetzt nicht allen erzählen. Und genau, da gehen wir nachher noch mal genauer drauf ein. Es ist ein, naja, bis später. Wir fahren jetzt erstmal los. Ja, heute ist der Christi Himmelfahrt, soweit ich weiß. Vatertag sozusagen. Und sehr windig. Haben die uns vergessen? Wird irgendwie nicht grün. Ah. Doch jetzt. Ja, hier standen mal die City-Hochhäuser. Wurden abgerissen. Ich bleib mal kurz stehen. Foto machen. Ist aber auch immer cool, die Brücke hier. Gestaltet sich ein bisschen schwierig gerade. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das so haben will. Während Bernd noch ein paar Fotos macht. Ja, muss ich mir doch mal überlegen, ob ich mir nicht einen neuen Helm zulege. Bernd hat sich nämlich auf meine Empfehlung den gleichen Helm noch mal gekauft. Ja, ist ja immer doof, wenn man so einen Partnerlook rumfährt. Na, wie dem auch sei, ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Ausrüstung. Kommst du links oder rechts? Wie bitte? Kommst du links oder rechts? Wie du willst. Ja, ist irgendwie ein Filetstück hier an Radweg in Hamburg, finde ich. Absolut. Immer wieder gerne. Ja, es sind etwa 16 Grad, schätze ich, ne? Also warm ist es nicht. Das ist doch richtig nett. Auch, guck mal, schön übers Wasser, das glitzert. Der Himmel ist geil. Guck dir den Himmel an. Ja, wow. Ja. Also ich schwenk mal rüber, damit wir diesen Himmel sehen. Ja, Hammer. Ich hoffe, dass ich dich nicht vom Rad. Nirgends ist der Himmel so schön grau wie in Hamburg. Jetzt kommt ein Gegenverkehr. Müssen wir sehr aufpassen. So oder ähnlich. Oh, guck mal, das ist so ein geiles Bild hier. Warte mal. Quatsch mal wieder hier. Während jetzt nicht über mich ablästern. Ich höre alles. Später zumindest beim Schnitt. Ah, Fotosession. Okay, das kann heute ein bisschen länger dauern. So, jetzt fahren wir hier über die Elbbrücken und ich vermute, ich werde gleich mal überholt. Und hier ist die Baustelle. Hier wird ein 245 Meter hoher Turm errichtet, also der Elbtower. Baugenehmigung für die Gründung liegt vor, allerdings noch nicht für den Tower an sich. Ja, 245 Meter hoch, geschätzte Kosten 700 Millionen. Ja, fast so viel wie die Elfi. Vorsicht. Mit 900 Millionen. Wow. Ich glaube, wir werden verfolgt hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Hier sind wir in der Vettel. Kurz vor Wilhelmsburg und hier gibt es dieses Goldene Haus. Ein Künstler, komplett mit Blattgold verkleidet. War ein aufwendiges Verfahren, um herauszufinden, wie man am besten das Blattgold auf den Klinker bekommt, ohne dass es nach ein paar Jahren wieder abblättert. Auf jeden Fall cool. Ich finde es eine coole Aktion. Und du, Bernd? Ja, kleinen Moment mal, ich muss hier gerade mal. Und du, Bernd? Ich mache jetzt auch ein Foto. Na Daniel, hier ist Party, wa? Hättest du wahrscheinlich gleich angehalten. Ja, ja. Ich glaube, ich stehe auf der Straße.
Danke. Ja, sehr schön. Hier haben sie zwischen Wilhelmsburg und Harburg doch einiges an Radwegen neu gemacht. Sehr schön. Auch schön. Wieder eine Brücke. Ja, die ist schon schön. Das ist eine geile Brücke. Wow. Das ist cool. Ja. Foto? Ja, mach ruhig. Oh, da war gerade mindestens ein Open White dabei. Cool, das weiß ich nicht. Ja, sind jetzt in Harburg angekommen und trinken erstmal einen Kaffee. Hier gibt es leckere Natas. Was gab's noch? Galaun. Du auch? Zimt? Ja, ein bisschen Zimt. Danke, danke. Ja, das ist geplant, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Ich habe gedacht, ich muss mal ein bisschen was für meine Gesundheit tun. Und zur Arbeit muss ich ja. Also vielleicht fällt es mir dann leichter. So viel zu den Hintergründen zum Kauf. Vielleicht ist es ja auch so, dass mir dann das Arbeiten leichter fällt. Das wäre ja noch schöner. Ja. Die letzten Jahre. Das wirst du gleich sehen. Lecker. Ehrlich gesagt hatte ich dazu nur einen bestellt, aber. Du hast nur einen bestellt. Ich dachte jetzt, wo er den bringt, ist auch egal. Soll er ihn wieder mitnehmen, ist auch doof. Typ ist mir nicht so ganz geheuer. Mhm. Die Räder auch schon schön angeguckt hier. Naja, hat ja auch sonst nichts zu tun. Aber ich habe abgeschlossen. Also gibst du. Hast du mich angesteckt? Nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Ja, einer muss jetzt schuld sein. Also, guck mal, innerhalb von 2 Wochen entschlossen bzw. losgefahren. Und ich habe nicht mal 1,5 Wochen später das Rad da stehen gehabt. Die Bestellung habe ich erst 5 Tage später gemacht, weil das mit dem Jobrad irgendwie am Anfang nicht lief, mit dem Einloggen. Und dann habe ich aber am Freitag bestellt, am Montag war der Antrag fertig und am Mittwoch habe ich das Rad abgeholt. Ja. Das waren 10 Tage, wenn überhaupt. Ne? 10 Tage, genau, Samstag vor einer Woche. Ja. Immer erst los. Ja. Ratzfatz. So, jetzt eine halbe Stunde später, nachdem wir da ewig lang an der Landstraße entlang gefahren sind, sind wir doch jetzt endlich froh, ein bisschen in der Natur zu sein. Richtig, Bernd? Ja, absolut. Höchste Richtig. Eisenbahn. Oh, endlich wieder Bäume. Cool. Und hier sind schöne Bäume. Das ist auch ein Buchenwald. Wollte ich gerade sagen, Buchen. Außer Buchen nichts zu suchen. Oder so. Wie war das mit den Buchen? Jetzt sind wir satt, ne? Eigentlich haben wir. Oder wollen wir Pause machen? Pause? Mit einer Hand den Helm zumachen? Das kannst du vergessen. Oder kannst du das? Nee, das habe ich auch noch nicht geschafft. Oder? Doch. Oh. Gleichzeitig gefilmt noch dabei. Oh Mann. Nee. Ich dachte gerade, du bist nicht im Bild. Ich glaube, du bist nicht im Bild. Du bist nicht im Bilde. Ja, da hat sich einer verschaltet, aber man muss ja erst mal reinkommen, ne? Das erste Mal verschaltet, aber komplett. Habe ich gerade erzählt. Ha? Ja. Schön sonnig, schön warm. Ja, schön, das frische Grün drin. Ah, total schön. Wow. Das erste Mal richtig bergauf gefahren. Ja. Ja, wunderbar. War das zumindest gerade schön durch den Wald. Jetzt gucken wir einmal. Ich rede mit der Kamera. Ah. Ja, das ist die A7 hier zum Elbtunnel. Wir fahren aber jetzt weiter in die Berge rein.
Harburger Berge. Oh, da kennen wir doch das Stückchen. Bin ich zuletzt gefahren, als ich nach Zeven gefahren bin. Tour letztes Jahr, 21, ach, vor 2 Jahren. Zeit vergeht. Die kamen uns ja auch gut entgegen, ne? Der war fix, ne? Oder war es er? Das war ein er. Ich fahre zur Seite. Jetzt scheiße, schon wieder verschaltet. Ich glaub's dir nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war noch ein bisschen übel, ne? Schön hier. Das kennen wir doch alles. Ah, liegt der ganz schön ein vor hier. Windig, windig, windig. Hi, bin wieder auf 36. Reichweite, ich hatte gerade 29. Nicht viel für die 33, die wir noch haben. Aber sollte alles gar kein Problem sein. Schöne Abfahrt. Oh, da ist der Turm vom Wildpark Schwarze Berge. Witzig. Weiter geht's. Da hat er uns wieder, der Wald. Ja, war eine schöne Abfahrt gerade. Ja, das war schön. Haben wir nicht gefilmt? Gleich rechts abbiegen. Gleich rechts abbiegen. Oh, da komme ich ja kaum hinterher mit der Kamera. Also mit einer Hand. Ach, Schaltfehler. Ja, ich war gerade hier im Film, da kam hier einer mit seinem Gravelbike hier runtergeschossen, hat mich fast umgehauen. Oh Mann. Ja, Bernd ist gerade hier am Schäfchen filmen. Die sind ja echt gechillt hier. Na, wollen wir mal ein Selfie machen? So schön perlig würde ich auch nochmal ableichen. Das ist perlig, ne? Und Schnabeltiere? Kacken viereckig. Muss ich doch gleich mal recherchieren. Das machen wir. Und was soll ich jetzt sagen? Du sollst sagen, du bist ja glücklich mit dem Fahrrad. Oh, was hast du eigentlich für ein Fahrrad da jetzt? Ich Heidschnucken. Ich liebe Heidschnucken. Was für ein Fahrrad? Riese und Müller. Ja. Erzähl. Und Modell? Modell? Charge 3. Charger. Charger 3 GTS. GT. Y-Ausführung. Nee, GT. GT. GT-Ausführung. GT steht für ganz toll. Bright Reifen. Ganz toll. Ja, die Reifen sind cool. Echt? Auch bei den Sandwegen. 68 mm. Ja, kommst gut durch und hast keine Antrittsschwierigkeiten, irgendwie, dass der mal wegrutscht, gar nichts. Ich meine, ich bin ja sonst immer nur die kleinen Reifen gefahren und auch mit Gepäck. Mhm. Und da wärst du auf so einer die Piste wärst du schon weggerutscht. Gerade mit dem Antritt. Keine Chance. Und Gewicht dann sowieso nicht. Wenn du beladen hast, kann ich mir vorstellen, dass du damit durchrollst wie ja, ganz normal. Einfach nur butterweich. Und eine Schaltung hast du, die Roll-Off. Genau. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Mit dem Schalten. Manchmal verwechsel ich noch rauf und runter. Aber ansonsten klappt die supi. Bis auf die Tatsache, dass ich sie noch nicht so ganz drauf habe. Die wird hier elektrisch geschaltet. Das ist eine Roll-Off E14, ne? E-Speed-Tube ja, heißt die, glaube ich. Das heißt, glaube ich, ja. E-Speed-Tube. Genau, die wird elektrisch geschaltet. Und du hast die Möglichkeit, auch Sprünge zu machen. Wobei ich aber das Gefühl habe, mit der Einzelschaltung bist du schneller. Und es gibt einem auch mir ein besseres Gefühl, weil du dann richtig merkst, wie ihr sie schaltet. Und es geht, glaube ich, schneller als diese 3 Sekunden Warteschaltung. Mhm. Gerade wenn du anfangen willst und nachschaltest, dann willst du schon mal einen Sprung machen, dann lieber zweimal klicken als einmal lange 3. Mhm. Das kannst du es mal kurz vormachen, wie die schaltet automatisch? Das waren jetzt 3 Gänge auf Dauerschaltung. Ne? Und ich weiß nicht, ob es mit dem Runtergehen auch so geht. Geht genauso.
Und wenn du schnell einzeln schaltest. Oh, guck mal, da hinten laufen sie die Schafe jetzt. Jetzt bleib mal bei der Sache, bitte. Das wäre jetzt dreimal, viermal hintereinander geschaltet. Ja. Von Hand jetzt, oder? Das war jetzt von Hand, ja. Das geht ratzfatz. Und das, also ich habe jetzt zuletzt das halt immer probiert, hochzuschalten, wenn ich jetzt einen Sprung machen wollte, ich mit der Hand. Und das ging super. Und man hat auch ein viel besseres Gefühl, wann man wieder treten kann. Und ja, diese 3 Sekunden sind dann doch schon recht lang, finde ich. Aber vielleicht ist auch alles Gewohnheitssache. Das kann Du hast es ja gerade mal 1,5 Tage. Also, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich probiere halt auch noch rum. Und ja. Ja, da hast du noch so eine, hier die Lupine. Nee, das ist eine Supernova, verwechsel ich immer. Ja, schade, dass jetzt nicht dunkel ist. Ne? Ja. Ich dir das ist wirklich der Hammer, diese Lampe. Würde ich dir das hier hell machen. Ne? Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Jo, dann hast du Gepäckträger mit dieser Tasche. Da hattest du ja anfangs etwas Probleme. Ja, die Verschlüsse funktionieren nicht, oder was heißt, die funktionieren super. Aber mit dieser Lasche kommt man dann nicht so richtig rein. Auf jeden Fall, jetzt so geht's ohne Probleme. Das Einzige, was halt nicht so toll ist, du bist natürlich in der Höhe hier stark eingeschränkt. Ne? Siehst du ja jetzt in der Bewegung. Das heißt, das, was die Tasche an Volumen tatsächlich hat, kannst du nicht wirklich ausnutzen, ohne dass du hier dann ins Schrabben kommst. Ne? Aber auf der anderen Seite, wenn es wasserdicht sein soll, muss es auch eingewickelt sein. Von daher, für kleines Handgepäck super klasse, aber hat auch seinen Preis. Ne? Der Gepäckträger hat ja 100 Euro gekostet, ne? Aufpreis, und die Tasche auch nochmal. Ja, du hast es ich glaube 100. War das 199 insgesamt? Oder ja, 199 beides zusammen, glaube ich. Ich glaube, ja. Wobei, du hast es jetzt mit dem Rad zusammen und dem Rad zusammen gemacht. Ich habe alles zusammengeschmissen und gedacht, ich brauche irgendeine Tasche, und für Kleinigkeiten was zu haben, was du auch mehr oder weniger drauf lässt. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass du jedes Mal, wenn du irgendwo stehst, hier das Ding abziehst. Und ja, es ist nicht viel, aber da ich das, glaube ich, immer irgendwo versuchen werde, privat zu parken, werde ich das wohl weniger machen. So das öffentlich rumstehen lassen, denke ich mal, kann man auch nur in geringem Maße. Und ob man dann die Tasche drauf lässt oder nicht, ist dann, ich denke, ich würde sie abnehmen. Aber dann müsste ich auch die Lampe direkt mitnehmen. Ich hätte mir nie Solo gekauft, ganz ehrlich. Wäre ich viel zu geizig gewesen. Ja, ist, glaube ich, Einzelpreis 300 Euro, ne? Sowas. Ja, also ich habe es noch nicht nachgeguckt, aber das war so das, was er sagte, um die 300 rum. Aber das Licht ist wirklich, das ist schon ein Hammer. Und du kannst auch im Stadtverkehr mal Fernlicht geben, wenn da vorne einer sich irgendwie komisch verhält, dass du den mal kurz anblinzelst. Gerade als der Taxifahrer da stand, da so halb auf dem Fahrradweg, wo du nicht wusstest, was macht der da eigentlich. Genau, ja, dass man warnt von hinten. Dass man auf jeden Fall zeigt, hier kommt nichts. Was. Genau. Ja, und so ein Blitzen, also wie gesagt, das ist wirklich mit dem Auto zu vergleichen von der Helligkeit. Mhm. Sehr beeindruckend. Wobei, es gibt noch ein Pro-Modell, glaube ich. Echt? Auch ja, das kostet mal 100 Euro mehr oder 120, 130. Und dafür hast du dann. Ja, ich glaube, da sind ein paar Features mit dabei. Mhm. Ja, Riemenantrieb. Er sagte 13.000 Kilometer, 12.000 Reichweite. Oder. Ja, ich denke so in etwa. Aber ich denke, da kannst du länger mitfahren. Das hängt ja auch immer davon ab, wie du fährst und wie du den beanspruchst. Ja. Aber wie gesagt, mit der Schaltung ist schön, funktioniert super. Mal sehen. Jetzt Gas geben kannst du auch. Das fand ich überhaupt auch noch mal ganz, wie heißt das? Heute bei der Bergabfahrt, dass du überhaupt nicht merkst, dass der Motor auch beim Abfahren irgendwie abbremst oder so richtig schön durchrollst. Das ist, Achso, du meinst, dass du beim Treten weiter trittst und keinen Widerstand hast? Wir haben ja nur rollen müssen, bergab, auf 40 zu kommen. Und du hast nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Motor dich irgendwie abbremst oder ausbremst. Hast du noch mitgetreten dann? Ein bisschen vielleicht, aber zum Teil habe ich Ich finde bei diesem CX-Motor klasse, dass du halt weiter treten kannst, wenn du jetzt schneller als 25 fährst.
dass du halt keinen Widerstand hast und nicht irgendwie ausgebremst wirst durch das Getriebe. Ganz genau, ja. Ich werde wohl auch noch getreten haben, aber du hast beim ganzen Fahrvorgang halt einfach nicht gemerkt, dass da irgendwas bremst. Ob jetzt mittreten, ohne treten, völlig egal. Ne? Du kommst da locker auf die 40 und schiebst dann trotzdem nach vorne und wirst dann nicht irgendwie, dass du da nochmal so irgendwas gegen was andrücken oder kämpfen musst. Rutschst du durch. Das ist schon Hammer. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja. Flaschen sind auch schön. Das ist halt irgendwie schon das Bremslicht überhaupt. Ne? Das finde ich auch noch cool für die Stadt. Ja, das habe ich auch gemerkt, wenn ich hinter dir herfahre. Und das Bremslicht angeht, ist das gut. Ja, gut zu wissen. Man weiß es. Ne? Und so merkst du bloß, dass der langsamer wird. Aber da hast du direkt ein ganz klares optisches Zeichen. Ne? Ja. Das hatte ich gestern bei dir, als ich hier fast hinten drauf gebrezelt bin. Dass ich das, ich glaube, wenn man es vorher gesehen hätte, hätte ich schneller reagieren können. Ne? Mhm. Oder war das vorgestern? Egal. Ja, dann denke ich, fahren wir mal weiter, ne? Ja. Okay. Unten oder oben längs? Oben. Sag mal, weißt du eigentlich hier der Lenker, ne? Was hatte ich denn da für einen? War das ganz normal, oder? Ja, ja. Da gab es dann eine andere Ausführung mit so einem gekrümmten Lenker. Das war irgendwie auch so eine Spezialkomfortausstattung, glaube ich. Für die, die es halt gemütlicher haben wollen. Aber den gekrümmten Lenker fand ich auch blöd. Boah, was mache ich denn schon wieder hier? Heißt das Counter-Steering? Ja. Counter-Steering. Wenn man gegenlenkt und man dann doch in die andere Richtung fährt. Ja, du musst bloß vorher diesen kleinen Impuls geben, ne? Dass du hier rein und dann das ist rein und dann drücken. Und das ist eigentlich die typische Art zu lenken bei Zweirädern. Und eigentlich machst du es auch fast immer. Unbewusst. Ja, bloß wenn du darüber nachdenkst, dann hakt's. Was ist das denn? Ein Hünengrab hier. Ein Hünengrab? Nee, keine Ahnung. Ein leeres Grab ist manchmal das Einzige, was einem beiseite hat. Gut. Sehr schön. Ja. Das ist wirklich cool. Rechts müssen wir. Ich wollte bloß gucken. Okay. Ich komm gleich. Ja, nett hier. So richtig, schon ein bisschen Heidelandschaft, ne? Da hinten sind auch wieder Heidschnucken. Ja, super, ne? Die Hose, Stoffhose und Trikot. Ja, unbedingt. Die Kombi gibt's nicht nochmal. Ups. Hohoho. Da konnte ich nichts mehr machen. Ich hätte die Kamera wegschmeißen können. Aber das habe ich dann nicht gemacht. Dann hast du dich von dem Schreck erledigt. Nein, ich gebe sie dir nicht. Ich will nur wissen, ob es nein, nein, nein. Video ist. Nein, nein, nein. Jetzt machen wir richtig Filme hier. Ja, was ich erzählen wollte, Stoffhose hier, ja? Und Trikot. Diese Kombination habe ich noch nicht gesehen bisher. Ne? Ah, Google spricht zu dir. Ach, Google, nee, das ist mein Navi. Ja, so ein paar Berge haben wir schon in Harburg. Ich habe gerade den Energiespar-Dingsbums gekriegt. Hinweis. Wobei. Ja. Das heißt, ich habe noch 34 Kilometer vor mir. Das reicht doch, oder? Nicht, oh, das ist auch schön, ne? Dass ich die Tour nicht über. Ach, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Also, wir haben weniger als 30 Kilometer. Super. Oh, das ist schön hier. Bernd, und schön auf die Windrichtung achten. Ja, alte Land sind wir jetzt.
Clown, Clown, Apple will be Clown, ruckzuck über den Zaun. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Kennst du das? Nee, zum Glück nicht. Ah. Na, wenn du schon in Hamburg wohnst und hier ja irgendwie den Saftladen auf Hamburgisch machst, dann musst du doch auch ein bisschen was kennen. Von der Tradition und so. Hey, hey, hey. Ah, Motorrad. Gehst du vor? Ja. Der sah so gelb aus. Ja. Auf jeden Fall ist es hier leiser. Hier ist leiser als bei uns, ja. Oh. Wir überlegen gerade, ob wir nicht hierher ziehen. Ja. Unsere Wohnung aufgeben. Zwei. Und einen Nein, Hof. Nicht ernsthaft, aber. Ja, ist einfach ein bisschen ruhiger, ne? Absolut. Bei uns der Park, der ist relativ laut. Wird viel gefeiert, dann ständig Krankenwagen durch das UKE. Naja, und der ständige Grundlärm, den du hast mit der U-Bahn. Wenn abends dann irgendwie hörst du die U-Bahn ja auch anfahren und alles. Das frisst und der zwei Tag. Buslinien haben wir. Genau. Da, also kommt theoretisch alle 3 Minuten Bus vorbei. Am Tag merkst du es gar nicht, aber dann abends plötzlich hörst du ihn. Richtig schön, satt. Satt im Sound. Geht im allgemeinen Lärm, Grundlärm unter. Jo. Und hier ist schon schön. Ich weiß es nicht. Ja, netter Radweg auch hier. Schöner Radweg, ja. Ist da kein Ticket dabei? Nee, ich glaube nicht. Also wir sind jetzt am Fähranleger Rüschpark und wollen jetzt rüber einmal über die Elbe nach Teufelsbrück. Genau, und dann geht es Richtung Altona. Nee, Altona Volkspark, genau. Ich kaufe mir schon mal ein Ticket. 9 € Ticket gilt ja noch nicht. Ne? Wollen wir das da hinsetzen oder da hinsetzen? Wenn da ein Bänkchen ist. Bernd bewirbt gerade seine neue Brotdose. Das sieht geil aus. Hallo? Die ist geil. Achtung, guck. Mit hydraulischer Mengen-Volumen-Vergrößerung. Siehst du das? Ah, gut. Cool. Kompressionsdose. Geeignet. Perfekt, perfekt. Mhm. Was würdest du für dieses geile Teil, da gibt es auch noch so eine Trennscheibe zwischendrin. Echt? Was würdest du, also das ist nicht so toll, das ist aus Plastik, ne? Aber egal. Landjäger? Sag ich dann nein? Nein, sagst du nein. Ja, sagst du ja. Okay. Also, was würdest du dafür bieten für diese Dose? Ich würde sagen, im Designerladen 49 Euro. 49 Euro, alles klar. Okay. Was würdest du sagen, wenn ich dir das hier zeige? Profissimo DM. Ah. Mit 10 Euro bist du dabei. Und? Was bist du jetzt? Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, eben. Kann man kaufen, ne? Ja, super. Für 10 Euro? Das ist Titan? Das ist Edelstahl. Ja. Da gehen wir mal auf den Bord. So, sind wir wieder auf der anderen Elbseite. Kratzen wir an der Trabrennbahn. Oh, jetzt kratzen wir an der Trabrennbahn. Ohne. Wir wissen nicht, was für eine Veranstaltung das war. Irgendwie war der NDR da. Derby, ach Derby. Derby? Derby was ist denn Derby? Das ist da, wo die Pferde immer vor den Dingern stehen bleiben und die Reiter abschmeißen. Wir sind falsch. Nee, ich fahre hier nicht. Was denn? Etwa 10 Kilometer bevor wir zu Hause ankamen, fing es an zu regnen. Deswegen haben wir die Gelegenheit genutzt, um unsere festen und flüssigen Brote unter einem Unterstand im Volkspark aufzubrauchen. Ja, unsere Pause ist zu Ende und das Video auch. Ich danke euch fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, ich danke fürs Zuschauen und nee, was soll ich denn jetzt erzählen? Wahrheit. Nichts als die Wahrheit. We'll be right back.